Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer Sie diesen Clip sehen. Mein Name ist Christian Schlegel. Ich befinde mich hier am Samstag, dem 8. Februar, um 17.35 Uhr auf dem Tool der One Market Cypro Vereinsbank. Sehr schönes Tool. Der eine oder andere von Ihnen hat das also auch schon zu Hause. Kann man auf der Homepage onemarket.de sich einrichten. Ich habe also auch ein Tool da selbst gebaut. Das ist hier unten dieses sogenannte Profi-Tool. Da sind schon sehr viele von diesen Dingen, die sich hier sehen. Chart, Bollinger-Bänder und so. Alles schon drin. Ready to use, wie es so schön heißt. Fertig zum Benutzen. Heute geht es in diesem kleinen Clip um die Commerzbank. Und da ist mir ein bisschen was aufgefallen. Ich finde die hochinteressant. Ich fand in der gesamten letzten Woche die Banken sehr interessant. Unter der Führung natürlich von der Deutschen Bank, aber auch eine BNP oder auch eine Commerzbank müssen sich nicht verstecken. Vor euch liegt der Chart seit 5 Jahren. Ja, 6.2.2015, eine Kerze, ein Tag. Und da möchte ich direkt mal hier ein bisschen näher reingehen und mir die Sachen euch sagen und zeigen, die mir aufgefallen sind. Zum einen haben wir hier diesen Downtrend. Der kommt vom März bzw. vom 26. Januar 2018. Da war die Commerzbank noch sage und schreibe 14 Euro. Den kann ich sehr, sehr schön hier runterlegen. Der hat ein paar Berührungspunkte und der liegt momentan ziemlich genau bei 6. Je nachdem, wie spitz der Bleistift ist. Unten drunter liegt die 200-Tage-Linie bei 5,84. Und da liegt auch, jetzt gehe ich mal näher ran, liegt also auch der Chart. Und etwas drunter, bei 5,78, liegt das obere Bollinger Band, auf das ich sehr viel schaue. Das ist also ein richtig schönes Kuddelmuddel. Jetzt kommt aber noch eins hinzu, und zwar ist das diese Linie hier. Die hat im Februar 2019 war das eine Unterstützung. Dann nochmal hier im Juni 2019, zweimal hintereinander. Als sie dann letztendlich, ich mache mal das Fadenkreuz raus, gebrochen wurde, hier ging es sehr schnell bergab, ja, mit Kursen im Tief bei 4,63. Dann sind wir hochgegangen und haben es nur bis dahin geschafft. Kurz mal drüber geschaut und das war's. Das heißt also nach wie vor diese Linie bestand. Wir waren im November dran, wir waren schon im Januar dran und wir sind schon wieder ganz knapp davor. Und all das spiegelt sich hier an der 6 wieder. Hier ist die Aussage, die ich treffen möchte, wenn es die Commerzbank schafft, sowohl diesen Trend als auch den horizontalen Trend, als auch die 200-Tage-Linie und das obere Band und hier diese ganzen Widerstände herauszunehmen mit einem Schlusskurs von über 6,10, ist meines Erachtens nach der Weg frei, kurzfristig durchaus bis zu einer 8. Ich sehe hier keinen, außer diesem kleinen Bereich bei 6,75, sehe ich hier keinen nennenswerten Widerstand. Und dann wird die Fantasie alleine schon für den Wert sprechen. Am 13.02. wird die Jahresbilanz vorgelegt. Das ist nächste Woche, in 5 Tagen. Also von heute aus gesehen, in 5 Tagen muss man unbedingt mal drauf schauen. Wie die aussehen wird, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Wie dem auch immer sei, wir sind hier über die gleitenden Durchschnitte positiv. Das ist der ganz wichtige Widerstand. Das MACD ist weiter positiv, dreht sowohl über die traditionelle als auch die moderne Sichtweise. Die Stochastik als Handelsindikator ist sehr hoch, ja, gilt als überkauft, ja. Aber das ist in dem Moment völlig egal, wenn es der Wert schafft, über die 6,10 zu gehen. Sollte er es erneut, wie hier, dort, da, nicht schaffen, über die 6 in diesem Anlauf zu gehen, kann ich mir vorstellen, dass wir nochmal in den Bereich 5,20, 5,30 gehen. Aber ich glaube, dass die Commerzbank für die nächsten Monate hier einen recht soliden Boden gebaut hat. Jetzt gucken wir uns mal ein paar Scheine an. Da muss ich mir hier die Derivatebox aufmachen. Mit den, ich bin Mac-User, mit beiden Fingern, mache die Derivatebox auf, komme hier auf diese wunderbare Box und schaue nach K.O.-Produkten. Wir sind natürlich automatisch in Commerzbank drin. Einer der Scheine wäre zum Beispiel einer mit der Basis 4,80. Im Moment sind wir hier bei einem Hebel von 5 und der kommt sogar schon hin. Den Hebel kann ich ein bisschen hoch machen auf 6.
Und dann liege ich bei 4,85, beziehungsweise entweder limitiert oder unlimitiert. Ich persönlich bevorzuge den unlimitierten Schein. Das wäre dann dieser hier, Basis 4,85, liegen wir also hier unten drunter in Richtung unteres Bollinger Band, momentan mit einem Hebel 6. Das ist die Kennnummer von der Hypovereinsbank HZ44YR. Ein unlimitierter Schein, der ist für den Fall zu sehen, dass wir über der 6 schließen. Bitte nicht nur mit 6,01 oder 6,02, sondern es muss dann schon 6,10 sein. Das muss ein ordentlicher Schluck sein. Und 10 Cent sind momentan bei der Commerzbank noch eine ganze Menge. Wenn Sie es nicht schaffen, bin ich bereit, mir hier im Bereich 6,70 einen Put zu holen. Der liegt auch weit genug weg. 6,70 hier, 6,79, das passt auch sehr gut. Ist ebenfalls ein 6er Hebel, ebenfalls unlimitiert. Und das ist in diesem Fall die HX9ZLL. HX9ZLL, 6,79. Da empfehle ich allerdings, den schon zu stoppen im Bereich 6,40 bzw. 6,30, wenn wir das tatsächlich hier mit dem Schlusskurs schaffen und über 6,10 spielen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.